ein Like. Der ist schon halt der OT in so einen Schwall rein und sieht auf jeden Fall ähnlich. So ein bisschen zumindest. Und da haben wir zwei Tunnel auf jeden Fall. Der eine führt erstmal zum Ginger. Keine Ahnung, wie du da reingekommen bist, aber Bruder, sorry, man. Und da ist eine Dame. Und das ist die Freundin von Jolly Roger, der Trostrupp. Und der Preis wohl Bion, die Partnerin von Jolly Roger, die war mit Rogers Wellenreiter unterwegs, hat mich dieser Fisch aufgefressen. Geht zu Jollys Spielung, ist aber erst dann bei Jolly. Ja, das mache ich auch. Und mehr gibt's ja anscheinend auch nicht. Das ist einfach nur für die Hauptquest sozusagen der Welt. Na, dann verpiss ich mich auch erstmal wieder. Der Typ. Riesige Fisch und geiles Detail, dass die Zähne trotzdem noch am Boden sind. Weil dann war es auch schon hier mit diesem Rundkurs. Kann ich mal schauen, was ich mache. Ich glaube, ich gehe erstmal ins Stadtzentrum und hole mir da jetzt das Puzzleteil von Jolly. Aber es wird auf jeden Fall auch eine Welt, wo wir einiges nicht machen können. So, danke, danke, dass du meine Freundin zurückgebracht hast. Hier nimmst du das Puzzleteil. Dann nimmst du dieses Schmuckstück an dich. Genau. Das Puzzleteil nehme ich nämlich wirklich gerne. So, jetzt möchte ich aber mal ganz kurz schauen, wofür das hier eigentlich dann hin. Da einfach wirklich den Höhleneingang direkt nach oben vergessen. Ah ja, das war der zweite Raum, den wir da gesehen haben. Hier macht ja auch Sinn, wir sind ja in der Stadt auch reingegangen, dann muss der Eingang ja auch in der Nähe sein. Dann öffnen wir dieses seltsame Gebäude mal. Schauen wir, was wir überhaupt machen können. Eine Alien-Anlage. Ja, oder? Ja, das ist natürlich ein Ninja. So, wo ist der Captain? Da gibt es Erdlinge. Wow, echte Aliens. Ja, da haben wir auch das kleine UFO aus der dritten Welt her. Nein, wir heißen Alfred Digamo. Also, der hat nach E.T. gefragt, oder? Warten, du musst nach Hause telefonieren. Naja, dafür haben wir ein Telefon. Mit Eis betrieben, unser Antrieb. Kannst du da uns Starthilfe geben? Natürlich die Eiseier. So, soll das auch funktionieren? Ja. Oh, wir haben ein Zeitlimit. 20 Sekunden hört sich das sehr machbar an, weil ich muss noch 4 von denen machen, oder? Schafft das unter 10 Sekunden? Nein, verfehlt. Ach, nochmal verfehlt, egal. Denke Erdbeeren. Okay. So, jetzt geht bitte vom Bord, dann kriegt ihr auch eine Belohnung, ganz sicher. Jetzt abgezogen. Wird aber nicht das letzte Mal sein, dass wir die hier sehen. So, verschwinden die mal. Hauptantrieb aktiviert, Navigationsassistenzsensoren aktiviert. Ah, ein Puzzleteil. Ah, und deswegen ist das Loch, dass die rausfliegen können. Verstehe. Gucken wir die Kinder. Ich glaube, sie sind über einem schneebedeckten Berg notgelandet. Das wird noch wichtig. Tschüss. Sieht man auch nicht alle Tage. So, dieses Puzzleteil sehen wir alle Tage. Nämlich davon müssen wir mehr sammeln. So, dann gehen wir auch mal diesen Eingang wieder rein. Und zwar haben wir die Fähigkeit, wo wir einen Fisch noch abchecken können. Hier mit der Cheetos-Seite und einen neuen Höhleneingang. Ne, jetzt ist das Problem, diese Steuerung ist verkackt, weil ich erwische ihn nicht. Na. Eigentlich muss man direkt vor dem Fisch schwimmen und ihn dann beim ersten Mal treffen, ansonsten ist es wirklich Feierabend. Das sieht sehr gut aus. Danke. So ein Tor, sowas bewegt sich halt nicht, deswegen ist es mal einiges machbarer. Dann führt es hinten auch wieder durch sowas. Haben wir nochmal in irgendeiner Welt so eine Stelle? Wo führt es ansonsten hin? Auch wieder irgendwo außerhalb. Boah, ich hab keinen Plan. Wo bin ich? Keller, Müllbeteiligungsanlage. Nee, ist eine zukünftige Welt und da ist ein Ginger. Für welche Welt zählt der? Die Joy Watcher Bay tatsächlich. Wollte ich jetzt auch alle Gingos haben? Und ja, das ist hier was. Das gefällt mir nicht, weil es eine Welt, die ich hasse. Oder die, glaube ich, die meisten Spieler hassen. Oder halt. Es ist mit Abstand die schwierigste Welt. Ob man die jetzt hasst, weil sie schwierig ist, kann man dahin sagen. Sie wird auf jeden Fall relativ nervig. Hier, jetzt brauche ich erstmal die Verwandlung, weswegen ich zu Atlantis muss. Das Wunderwummer zählt es auch unter Wasser, weil wir haben natürlich eine Wasserverwandlung. Auch wenn das hier von der Konsistenz der Fähigkeit der Flüssigkeit nicht, nicht wirklich so viel Sinn macht, egal. So, geben wir den Globo ab. So, dann tauchen wir mal rein. Die Fähigkeit ist, wir werden ein Torpedoschiff so ein bisschen. So, mit dem können wir. Ich will nicht wieder rein. Schwimmen eben. Wir haben jetzt hier so einen Haarsensor. Okay. Kann was da bringt. Und wir können halt schießen. Ohne nicht Munition, aber wir können es auch selber treffen. Und funktioniert halt wie Granaten. Ah ja.
Öh, da ist eine Honigwabe. Komme ich da nur mit der Fähigkeit rein? Alles richtig gemacht. Aber ne, die habe ich echt nicht gesehen, weil es wirklich nur zufällig. So, dann will ich jetzt auf jeden Fall einen Spind abchecken. Hätten wir schon vorher machen können, aber ich wollte es unbedingt mit dem U-Boot machen. Weil wir hier unendlich Munition haben, was für den Boss sehr vorteilhaft sein kann. Natürlich muss es ein Unterwasserboss sein. Wie soll es denn auch anders sein? Wünsche, hey Benjo, ich kann da unten einen Fluss sehen. Ne, so anders gibt's denn das. Ein riesiger Fisch, der Fürst von Fuck Fuck heißt. Den Namen ist mir nicht reden, das ist lächerlich. Der mag es, Fürst von Fuck Fuck Ruhe zu stören. So, was geht los? Erstmal glaube ich, seine Spitze attackieren. Ja, hat gut geklappt. Ja, ich bin stuck. Nee, doch nicht. Ich habe es falsch in Erinnerung gehabt, das war nicht das. Man muss ihn einfach seinen Schuppen so ein bisschen treffen, das was halt gerade leuchtet. Ah, meine schönen Beulen. Damit nehme ich immer eine leuchten, die unten abballern und hat nur wenig Leben. Natürlich, wenn du nicht Munition hast und du nicht ballern kannst wie ein Verrückter und mit Granaten einschießen musst, weil ich glaube, normalerweise bringe ich dir nichts, kann es sehr herausfordernd sein. Der Seite. Dreh sich natürlich auch immer weg. Das ist nicht dumm. So, nochmal getroffen. Und der blutet auch so richtig. Oh, direkt wieder nochmal auf der Seite. Da kann ich direkt nochmal einen Treffer landen. Ne, wenn ich treffen würde. Jetzt müssen wir an der anderen Seite. So, nochmal direkt. Und ist er unten? Ja, da. Oder? Ist das der Punkt jetzt? Leuchtet der? Oder ist das der letzte Punkt dann später? Das ist noch nicht so ganz gesehen. Ne, der leuchtet eindeutig. So, genau. Den letzten Punkt habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Das Drehen angehen, deswegen mache ich Kamikaze-Angriff auf. Bin einfach drauf. Ihr habt keinen Anschein, einen Fisch anzugreifen. Hä, er hat nochmal? So muss man jetzt sein Ding in oben treffen. Ich meine auch, dass man das abschießen musste. Nee, ich weiß nicht, was ich machen muss. Hilfe. Ja doch, jetzt habe ich sein Ding bestimmt, glaube ich, getroffen. Aber nicht meine Augen. Oder seine Augen? Achso, weil er blinde Fisch. Ach, das. Ja, ich habe, glaube ich, nochmal seine Augen getroffen. Oder. Ich weiß nicht, ob ich seine Augen treffen muss. Ich glaube schon, weil er hat auch irgendwas vom blinden Fisch gesagt. Das wird schon sehr Sinn machen. Auch wenn ich sehr geleitet bin, ist das diesen leuchtendes Ding, was auf mich schießt, auch einfach mal abzuschießen. Auch. So, ein Leben hat er noch auf jeden Fall. Für mich sieht es aber auch nicht mehr so großig aus. Egal wie der Kamikaze angriff. Treff doch. Hallo? Danke, endlich. Und er stirbt. Wow. Ein schlechtes Ende für einen unterjährigen Tiefsee-Tyrann. Ja, das Brustteil nehme ich trotzdem gerne. So, hat auf den Sack bekommen, aber egal. So, dann brauchen wir auch nur noch in diese Höhle da unten zu gehen, wofür wir auf jeden Fall Suche brauchen, da bin ich mir relativ sicher. Hast du endlich hierher gefunden, Meerskontrollen? Das ist ein Minispiel. Solche können wir eben. Und wir können anfangen zu schießen, aber ich nehme jetzt die Ego-Perspektive. So, ich kann einfach stehen und schieße einfach mal so drauf. Los, oder soll ich doch losschwimmen? Ich weiß nicht, was hier der beste way to go ist, aber wenn ich stehen bleiben würde, würde ich zumindest mal den Schaden bekommen. Deswegen habe ich jetzt keinen Plan. Aber es spawnt, glaube ich, auch keinen nach. Das heißt, es nicht von Zufall bestimmt ist, ob ich jetzt gerade gutes Glück habe, dass wir spawnen, aber ich muss auch einige Rote auch abtreffen, merke ich dadurch. Hier brauche ich 60 Punkte. Ja, das sollte möglich sein. Hört sich sehr machbar gerade an. Ich habe es geschafft. Okay, da auch eine andere Höhle gesehen. Und spawnen. Doch, ich dachte, das war doch welche nach. Es waren nicht gerade eben so viele blauen. Da geht es noch so eine Höhle entlang. Ist das ein kleines Minispiel? Es spawnt auf jeden Fall da. Ich will auf jeden Fall die Höhle mal noch abchecken, wenn ich das überhaupt darf. Aber die wären sonst nicht da, oder? Ist das Spiel gefällt? Nee. Ich werde aber auch rausgeschickt. Wir haben alles außer eine Cheeto-Seite, die können wir noch nicht bekommen. Ein Puzzleteil durch die Schweine, ein anderes Puzzleteil ist auf so einem Felsen. Und das letzte ist mit der Schildkröte, dann haben wir eigentlich alles. Ich mache mal das Minispiel und fliege einfach mal oder schwimmen in diesen Tunnel da rein. Das ist einfach eine Einkerbung gewesen. Gut, oh, jetzt bin ich sowieso tot. Wo es einfach am Ende der Welt am schlechtesten aussieht, aber wir haben trotzdem tatsächlich alles im Moment Mögliche für uns getan. So, machen wir direkt mal die Puzzleteil-Herausforderung. 20 Puzzleteile, das heißt, wir haben 18 mehr.
Und wir sehen endlich die Dino-Welt. Da hatten wir mehrere Andeutungen schon. Einmal das im Hex-Hex-Park und ich glaube, das war es dann doch schon. Also doch nur eine Andeutung. Mehr oder weniger, ja. Aber auf sie habe ich geil. Wir haben Höhlenmenschen, Dinos, verschiedene. Die Welt war auf jeden Fall nice. Aber wir nähern uns da mehr oder weniger leider auch schon, ja, der schwersten Welt im Spiel. Angst habe, aber das wird schon alles klappen. Na dann, dann baller mal los. Und da waren wir aber noch nicht. Das kam mir ein bisschen vertraut vor. Das soll es auch sein, so ein riesen Dino-Statue öffnet natürlich den Mund und da geht's in die Welt rein. So, das neue Gebiet können wir direkt hier neben den Hexapark erreichen. Das ist ein Kasui-Felsen, den wir auch endlich wegschmecken können. Und da führt auch der Bohrerspur hin. Ich weiß gar nicht. Oh, wir haben einen Zwischenbosskampf, okay. Keine Ahnung mehr. Klunglo ist wieder, stellt uns in den Weg. Der will wieder eine Abwehrung haben. Oh nein, nicht du schon wieder. Gesagt, Klunglo muss euch stoppen. Klunglo gewinnt dieses Mal. Neuen Trank. Dann zeig mal her, hoffentlich ist auch was Gutes. Ansonsten kriegst du die Schläge deines Lebens. Unsichtbar. Da denkst du einfach, oh, ich verpiss mich. Ein Schatten? Das muss echt ekelhaft sein. Da, jetzt wird er rechts sichtbar. Da kann ich ihn treffen. Ansonsten ist er, glaube ich, gleich wieder Schutzschild und er wird vertränken. Aber wenn ich ihn einfach schnell erwische, wenn er erst sichtbar wird, dann passt das eigentlich an sich. Muss noch schneller sein. Und darf ich natürlich auch nicht so weit entfernen von ihm. Ist das nicht möglich? Das war zu schnell, aber hat trotzdem noch gezählt und drei Treffer reichen wieder aus. Aber diesmal natürlich nicht. Klunglo verpisst sich. Ach, wie repariert das einfach ist. Das kann nicht gut für deine Gesundheit sein. Mach doch mal Urlaub. Klunglo holt sich Schläge ab. Da geht's ins Wasser, dann müsste ich hier weitergehen. Schauen wir einfach mal. Und das sieht richtig an, da sehe ich schon den Dino-Helm. Kopfeingang. Dann können wir uns den letzten Overworld-Move holen und haben die letzte Eier-Attacke. Zeitbomben-Eier. Ja, von denen kriegen wir auch nur 20, die sind relativ selten. Das sind einfach die seltenen Eier. Hier haben wir auch nochmal einen Teleporter, denn wenn wir die hier schießen, können wir so ein kleines, ja, Vogelroboterviech spawnen. Das hier da dann steuern, können sie explodieren lassen. Und damit kann man sehr viel skippen, weil es kann man halt eben auch so ein bisschen Luft werfen. Damit kommt man an manche Puzzleteile oder Sammelobjekte, die etwas weit höher platziert sind. Da ist ein Jinjo und ein Jinjo. Praktisch. So, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ja, würde ich schon was sagen. Wo führt es denn hier noch hin? Ah, geht auch nochmal zur Welt hin, okay. Aber auch Noten. 500 haben wir schon mal, geil. So, dann betreten wir auch einfach mal die neue Welt. Ich hab Bock auf die Dino-Welt jetzt.